Servus zusammen, hier ist euer Friday, willkommen bei GSPR Soft und es ist wieder Zeit, um ein paar Pakete zu öffnen. Das heißt, wir machen ein Unboxing und ich war erst verzweifelt, weil ich kein Messer daheim hatte und wollte hier schon dieses räudige Küchenmesser nehmen. Aber, weil ich immer vorbildlich am Start bin, habe ich doch noch einen Babystumpf in meiner Ausrüstung gefunden und ich würde sagen, wir öffnen hier mal zwei Pakete. Das eine ist von Best Protection und das andere ist von ASMC. Und ich würde sagen, das ASMC Paket ist größer, deswegen öffnen wir das Best Protection Paket. Machen wir ganz einfach. Wir nehmen ein Messer. Ja, falls ihr da draußen nicht wisst, wie man Pakete öffnet. Wir nehmen das Messer und reißen hier einfach mal grob rein. Und schauen, dass wir am besten auch noch die Ausrüstung haben, die wir bestellt haben. Und wir haben einmal Centauron-Tasche. Und zwar ist das die genaue Bezeichnung, die Schnellziehtasche G36 in 5 Farben Flecktarn. Ich möchte nicht genau das dazu sagen, denn es wird auf jeden Fall von dieser schönen Tasche in einem Preis von 35 Euro ein Review geben. Man sieht das hier nochmal, Centauron G36 Schnellzieh. Dann haben wir sie nochmal und wir haben sie nochmal. Dreimal die Schnellmagazine für mein Close Quarter Orts- und Häuserkampf, für das Vollkontakt, wo es nicht lange geht, wo man schnell die Feinde, wo man einfach schnell auf Kampf aus ist, wo man nicht so viel Magazin an seinem Bauchladen mitschleppen will. Ich habe nämlich aktuell ein Doppelmagazin an meinem Plattenträger. Mal schauen, was ich mit den Magazinen noch mache, mit den Doppelmagazinen. Aber auf jeden Fall hier dreimal die Centauron Schnellzieh G36 im 5 Farben Flecktarn. Man sieht es hier vorne schön. Review dazu auf jeden Fall bald. Haben wir noch in dem Paket? Einmal ein gratis Download für eine App. 10 Euro Gutschein bei der nächsten Bestellung. Und hinten drauf sind ein paar geile Helme, sehr zu empfehlen. Und wir haben ein kleines bestprotection.de Heftchen. Was? Ah, die Typen sind ja geil. Habe ich nicht bestellt. Aber wir haben hier einmal Paracord-Schnur. Das müsste 3 Meter sein. Mein letztes ist kaputt gegangen von Lowa. Jetzt habe ich wieder eine neue in schwarz. Das ist sehr geil. Danke an euch. Zack, kommen wir hier schon zum schönen ASMC-Paket. Dieser gekonnte Wurf. Weiter geht's. Wir haben hier einmal die Rechnung und dahinter sind Malice Strips. Diese Malice Strips, Malice Clips sind zum Befestigen von, das sind sozusagen die Molle-Schlaufen bei Taschen, wo sie nicht dran sind. Ich mach die Packung mal auf, dass ihr das auch seht. Das ist praktisch hier so eine Molle-Schlaufe und die fädelt man dann durch die Tasche, um das an seiner Molle zu befestigen. Habe ich 4 Stück gekauft. Ich werde euch gleich zeigen, warum. Und zwar wegen dem Verpackungsmaterial? Nein, natürlich nicht. Und zwar wegen der großen Magazintasche, Medic-Tasche von Tasmanian Tiger im 5 Farben Flecktarn. Hier vorne mit Patch, da kommt auch gleich was drauf. Näheres zu dieser Tasche machen wir natürlich ein Review daraus. Das wird nur ein kleines Unboxing. Das heißt, wir haben hier jetzt wieder eine Medic-Tasche. Eine größere Medic-Tasche. Massig Knicklichter. Ah, genau richtig sortiert direkt. Und zwar haben wir, nee, doch nicht richtig. 2 blaue, ein gelbes hier. Und 2 gelb, einmal blau hier. Ich bin auch schon oft im Einsatz. Die meisten haben das ja nur dran, weil es gut ausschaut. Nein, bei mir kamen sie auch schon mal im Einsatz. Ich hoffe bei euch auch. Die sind nämlich wirklich wichtig. Kalbe zum Beispiel unten durch den Keller durch. Knicklichter, immer top. Das passende Patch zu der Medic-Tasche. Und zwar ist es ein Medic-Patch. Schwarz-weiß. Und zwar leuchtet das in der Nacht. Finde ich wichtig. Falls man nachts unterwegs ist, dass auch jeder weiß. Oder falls man gefunden wird, dass man weiß, wo die Versorgung ist. Und zwar da hier. Das soll es auch schon gewesen sein. Tippt fleißig in die Kommentare, was ihr dazu findet. Vielleicht habt ihr auch was davon. Und was würdet ihr gerne als Review sehen, was ich vielleicht noch nicht angekündigt habe. Das soll es, wie gesagt, soweit schon gewesen sein. Friday. Haut rein.